Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen im Filmmuseum Frankfurt am Main. Mein Lieblingsfilm des heutigen Abends, den ich Ihnen ganz besonders ans Herz legen möchte, ist ein Werk von Tom Tykwer. Es ist ein zweiter Spielfilm namens Winterschläfer. Es handelt sich um einen Stoff von zwei Pärchen und einem weiteren Protagonisten. Das ursprüngliche Drehbuch handelte wohl einmal am Meer, aber Tom Tykwer hat es schlauerweise in die Alpen verlegt, wo er eine ganze Zeitreise, die am Anfang beginnt, unter einer Schneedecke verbergen kann und so eine Erkenntnis verschieben kann, wie Sie später im Film sehen werden. Tykwer ist für mich deshalb einer der ganz großen Regisseure und auch ein Vorbild für den deutschen Film, weil er überhaupt keine Angst kennt vor Psychologie, großen Einstellungen und einer liebevollen Arbeit mit den Schauspielern. Insbesondere in der Zusammenarbeit mit Frank Rieber ergibt sich ein geradezu untypisches Bild von deutscher Kameraarbeit, das von Größe, Schweben, von einem ganz untypischen Format geprägt ist. Dazu kommt, dass er ganz wundervoll mit Schauspielern arbeitet. Es gibt kaum Schauspieler, die bei Tom Tykwer zu sehen sind, die einen nicht sofort in ihren Bann schlagen. In diesem Fall sind es der wunderbare Sepp Bierbichler, die herausragende Floriane Daniel oder Ulrich Mattes, aber auch Heino Ferch und Laura Tonke und Marie-Louise Lem. Also es ist ein Film, der eigentlich Kreuzberg am Meer ist oder Kreuzberg in den Alpen ist, weil alle Figuren haben alles und verlieren alles. Ich wünsche Ihnen für heute Abend viel Spaß. Tom Tykwer, Winterschläfer, Filmmann.